Regelmäßig möchte der Neubrandenburger Oberbürgermeister nun vor Ausschuss- und Stadtvertretersitzungen über einzelne Tagespunkte informieren. Aktuelle Beschlussvorlagen betreffen den Hauptausschuss am 20. Februar. So soll unter anderem darüber entschieden werden, ob sich die Stadt Neubrandenburg finanziell stärker in die vom Landkreis geführte Musikschule Concentus einbringen soll, das im städtischen Besitz befindliche sanierungsbedürftige Gebäude gar dem Landkreis zum Kauf anbietet. Hintergrund ist der Wunsch, auch inhaltlich stärker in das Konzept der Kreismusikschule eingebunden zu werden. Ja, die Musikschule macht eine tolle Arbeit, aber wir wünschen uns, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Mitspracherecht bekommen. Das war früher über einen Musikschulzweckverband möglich. Wir haben jetzt eine Beschlussvorlage eingebracht, wo wir von den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern wissen wollen, ist das der richtige Weg? Wollen wir uns wieder auf den Weg machen, so einen Zweckverband zu gründen? Wollen wir die Musikschule finanziell oder auch ideell inhaltlich unterstützen? Das ist eine spannende Diskussion, darauf freue ich mich. Eine weitere Beschlussvorlage wird die Voruntersuchung zur Erweiterung des Sanierungsgebiets Altstadt sein. Das im Städtebauförderprogramm befindliche Gebiet könnte zukünftig auch den Kulturpark einschließen und damit neue Fördermöglichkeiten für zukünftige Projekte bieten. Der Kulturpark ist ja bei den Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburgern sehr beliebt und ja, das Naherholungsgebiet sozusagen. Und wir würden gerne dort auch weiter und kräftiger und mehr investieren. Und deswegen ist eine Möglichkeit, das Städtebaufördergebiet zu erweitern und zu gucken, lohnt es sich, diesen Weg zu gehen und dann weitere Fördermittel zu akquirieren. Darüber hinaus informierte der Oberbürgermeister über den aktuellen Stand der Neugestaltung am östlichen Ende der Turmstraße. Die alten Pflastersteine werden durch einen glatten, farblich hervorgehobenen Belag ersetzt. Neue Bepflanzungskonzepte, LED-Infotafeln und über 6 Meter hohe Leuchtstelen sollen der Wallöffnung einen einladenden, eingangstorähnlichen Charakter verleihen. Begonnen hatte die Planung für diese Maßnahme bereits im Jahr 2015. Ich erinnere mich an die Reaktion, als wir vor 2 Jahren die Blumenbeete, die sehr beliebten Blumenbeete am Eingang der Turmstraße dann quasi nicht mehr bepflanzt haben und die Leute sich gefragt haben, was passiert da eigentlich? Ja, ich bedauere das auch, dass es 2 Jahre länger gedauert hat, dort die Baumaßnahmen nun zu beginnen. Aber das ist manchmal so, Ausschreibungen bringen nicht die Ergebnisse, die man sich erhofft hat. Aber wir sind jetzt auf einem guten Weg, sodass wir dieses Jahr das realisieren können und diesen Eingang barriereärmer machen und ja, repräsentativer und schöner. Sollte der Bauausschuss die Ergebnisse der Ausschreibung absegnen, könnte im April begonnen werden und die Maßnahme im November abgeschlossen sein.